Ja, Ihnen allen einen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem vierten Kulturabend im Rahmen unserer Sommeruniversität. Schön, dass sich außer unsere Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen hier aus dem Haus noch viele andere aus Freckenhorst, Warendorf und Umgebung auf den Weg gemacht haben. Ja, Grosche macht glücklich. Ja. Ne? Super, Sie stimmen dem zu. Also, ne? Und was macht eigentlich glücklich? Und was ist so als Betrachter, wenn wir das sagen, dann nehmen wir teil an dem, was Herr Grosche uns hier gleich auf der Bühne kabarettistisch darbietet. Wir treffen Unterscheidungen. Und das macht einen Unterschied. Und vielleicht macht es auch eine Differenz zwischen Ihrem Wahrnehmen und dem, was der Kabarettist hier auf die Bühne bringt. Und gerade in dieser unerwarteten Unterschiedlichkeit liegt dann die Würze. Und das Zweite, es gibt auch im Kabarett ständig eine Kontextveränderung. Das denkt, oh, das stimmt was er einfach in einem anderen Kontext hineinsetzt und erzählt. Also Glück ist eben eine Frage auch der Unterscheidung. Und eine Frage, in welchem Kontext ich, mit welcher Brille ich spreche. Also freuen Sie sich auf Herrn Grosche, der Ihnen seine Wirklichkeitswahrnehmung und seinen Blick präsentiert. Herzlich willkommen. Vergleichbar mit dem Meditieren, sich hier und im Jetzt zu verlieren. Oh, Fegen, 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 Wischen, Wischen, Fegen, Putz, Putz, Fegen, Fegen, Wischen, Wischen, Fegen. Das Fegen in großen Räumen, das lädt so schön ein zum Träumen, ein Gleiten, ein Schieben, ein Wischen, ein Suchen versammelt vermischen. Das Fegen ist so prophylaktisch, politisch, poetisch und praktisch, entschäumen und auch entschaubar, entspannen sich, fühlen sich sauber. Oh, Fegen, Fegen, Wischen, Wischen, Fegen, Putzen, 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 Fegen, Fegen, Wischen, Wischen, Fegen. Ich habe der Frau gesagt, dass ich ihre Wischtechnik so liebe. So wie sie den Wischlappen hält und den Tische putzt. Nur weil sie ihn gerade in der Hand hat, geht sie auch noch mal über alle Tische. Das macht einen guten Eindruck auch bei den Kunden. Später habe ich sie geheiratet in eine Frau, die schön ist und wischen kann, das ist selten. Wischen, 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 Bingo. Ich bin der Staubsauger, habe
Frau. Das Schweben in großen Räumen, das Lied zum Schreien, zum Träumen, Katharsis von Raum und von Seele, als wenn auch das Sein sich vermehle. So putzen wieder Lebensfliese, nachher noch das Paradiese, wenn Stolperin und auch in Schauber entspannen sich, fühlen sich sauber. Oh, Federn, Federn, die Spischen, Federn, putzen, 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 Federn, Federn, die Spischen, Federn. War die Aufform zu schnell? Nein. Was soll man probieren? Geht's so? Okay, dann freu ich mich drauf. La 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 la. Ja, nichts in unserem Leben ist wichtiger als die Entspannung. Das Meditieren und die Entspannung. Und ich habe Ihnen nun aus Paderborn eine Entspannungsart mitgebracht. Sie hat zwei Vorzüge. Sie erheitert das Gemüt und stillert die Muskeln. Was will man denn mehr? Und zwar haben wir in unserem Gesicht, ja, 26 Gesichtsmuskeln. Also jeder, auch der Münsterländer. Von denen 17 alleine für das Lachen zuständig sind. Und nur der Paderborner schafft es eigentlich nur, bei dieser Tätigkeit auch nur mit zwei Gesichtsmuskeln Bewegung hinzukommen. Und nur wenn er verliebt ist, setzt er manchmal noch einen dritten Gesichtsmuskel ein. Aber auch nur am Anfang, man soll nicht übertreiben. Aber das kann man natürlich ändern. Das sind Muskeln, die kann man trainieren. Und ich habe Ihnen dafür mitgebracht etwas ganz Einzigartiges. Die Peter Sloterdijk Entspannungstasche. Das ist erstmal eine ganz normale Tragetasche, werden Sie sagen. Aber die wird noch zum Peter Sloterdijk Entspannungstasche. Die muss man nämlich füllen. Und ich habe Ihnen dafür mitgebracht, die Bücher unseres großen Philosophen Peter Sloterdijk. Was müsste ja auch gut sein. Da habe ich dabei Kritik der zynischen Vernunft, erster Band. Wir haben es alle zu Hause stehen, vermutlich mal. Natürlich, natürlich. Und Kritik der zynischen Vernunft, zweiter Band. Ist aber vom Inhalt her anders. Diese beiden Bücher kommen schon mal rein in die Peter Sloterdijk Entspannungstasche. Und dann merkt man gleich, hui, dieser Philosoph hat Gewicht. Schwere Kost, aber das muss auch schwere Kost sein. Und Peter Sloterdijk hat es wie keinen anderen geschafft, den sporttreibenden Menschen und den lesenden Menschen unter einen Hut zu bringen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Bekannten, der hört mehr zu den sporttreibenden Menschen und der macht immer gerne mit beim Hermannslauf. Kennt ihr den in Detmold? Ja. Über 30 Kilometer, macht er immer mit freiwillig. Ja. Und dann sagt er immer zu mir, Mitsch, ne? Das macht so Spaß, danach bin ich immer völlig im Arsch und habe gerade kollabiert. Und da sage ich immer, das hört sich wirklich faszinierend an. Da müsste man wirklich mal im nächsten Jahr auch mal zuschauen. Aber bitte schön, ich als lesender Mensch, ich kenne das natürlich auch. Und zwar, als ich die Biografie von Dieter Bohlen gelesen habe. Da habe ich fünfmal kollabiert und habe mich dreimal übergeben müssen. Also das ist mir nicht fremd. Das ist mir. Und heute Morgen war ich doch eben im Haxter Grund in Paderborn, in meiner Heimatstadt, der schöne Haxter Grund. Und da traf ich doch mal so einen Jogger. Und da habe ich so gedacht, Mensch, nimmst doch einfach mal Kontakt auf zu ihm, als lebender Mensch. Und dann bin ich dann tatsächlich eine Zeit lang neben ihm her mit dem Auto gefahren.
Aber ich merkte auch keine Regung von denen. Da habe ich dann die Scheibe runtergemacht und habe zu ihm gesagt, ne? Ich wollte wirklich, ich habe es gut gemacht, da habe ich zu ihm gesagt, wen hier? Wo die nicht, wenn es Winter ist, die Blumen. Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt und Winde klirren die Farben. Also hör mal, die Hälfte des Lebens gibt es kaum was Schöneres, aber da kann man auch keinen Kontakt mehr zu mir, das schneller werden. Und da habe ich gedacht, das schaffe ich ab. Also schneller werden kann ich auch, mit Auto. Also manchmal gehe ich auch ganz gerne lieber schwimmen. Aber ich sage, ich würde noch viel lieber schwimmen gehen, wenn man dabei lesen könnte. Und da habe ich dabei eine Zeit lang eine Studentin vor mir her schwimmen lassen, um abgelenkt zu sein beim Schwimmen. Und habe auf ihren Bikini sticken lassen, das Wesentliche ist unsichtbar. Aber trotzdem nur 3 Runden geschafft. Da dachte ich, das stimmt was nicht. Und dann fiel mir auf einmal auf, wie groß der Beckenboden ist. Der Beckenboden, das ist doch eine Fläche, eine Leinwand. Und da habe ich gedacht, darauf könnte man doch einen Satz schreiben wie zum Beispiel, die Ferne ist mir noch zu nah. Also irgendwas, worüber man tagelang nachdenken könnte und kommt zu keinem Ergebnis, hat dabei aber gleichzeitig 30 Runden geschafft. Und da habe ich gedacht, man könnte das zum Beispiel schreiben, Großbuchstaben anfangen und immer kleiner werden. Und wenn man dann aus dem Becken steigt, dann steht da plötzlich der Optiker und will eine Brille verkaufen. Ich wollte Ihnen, das Ganze muss finanziert werden, ich bin auch realistisch. Aber auf jeden Fall habe ich dann hier noch ein Buch, was unbedingt rein muss, in die Peters-Sloterdijk-Entspannungstasche. Und das ist von Ziege Jung, wir haben es alle zu Hause stehen. Der Mensch und seine Symbole. Und Ziege Jung ist ja bekannt geworden durch seine Äußerung, etwas gewagt, muss ich sagen, wo er gesagt hat, dass man beim Laufen, beim Joggen, schon nach 20 Minuten, und da habe ich früher mal gedacht, was heißt denn hier schon nach 20 Minuten? Das sind doch wohl 20 Minuten! Das können die schönsten 20 Minuten ihres Lebens sein. Also steht dir das beim Laufen, beim Joggen schon nach 20 Minuten körpereigene Glückshormone entwickelt. Hab ich auch gedacht. Hab dann aber auch gedacht, das schaffe ich mit 3 Flaschen Wein. Und das im Sitz. Es muss nicht alles wehtun, was gut tut. Vielen Dank. Oh, schon ziemliches Gewicht, nicht? Und als letztes Buch habe ich noch rein, das ist ein sogenanntes Bonbon-Buch. Bonbon-Buch. Da kommen immer so kleine Sätzchen rein. Die sind ganz schön, aber man hört sie, findet sie ganz gut oder auch nicht. Dann sind sie schon wieder vergessen, wie so ein Bonbon manchmal, was man braucht, um so einen anderen Appetit zu kriegen. Und zum Beispiel einer dieser Bonbon-Sätze wäre, der ist ganz schön, glaube ich, die unfreundlichen Alten sind nicht unfreundlich, weil sie alt sind. Also nur so eine Kleinigkeit, ne, hat man gehört, ne, oder man, ne, wie so ein Bonbon. Ne. Oder den hier, den finde ich auch ganz schön, den habe ich hier geschrieben, meine Paderborner. Rechts vor links klappt am besten, wenn von rechts kein Auto kommt. So was war, ne? Oder heute küsste ich meine Frau kurz bevor sie mich küssen wollte. Das sind natürlich Knupfe. Oder den Satz, den mag ich wirklich sehr gerne. Da steckt so ein Stückchen Wahrheit hinter, finde ich. Gruppensex muss sich ergeben, das kann man nicht erzwingen. Das wissen Sie selber als ich, ne? Wenn das gezwungen kommt, so krank wie ich, dann soll man es lassen. Auch den finde ich auch noch schön. Jetzt auch noch über alte Menschen. Alte Menschen sind nicht plötzlich milde geworden, sie haben nur keine Kraft mehr, uns zu schlagen. Ja, grotesk, ja. Aber ist halt ein Bonbon-Satz, ne? Komm auch rein in die Peters-Sloterdijk-Entspannungstasche. Und nun ist sie eigentlich gut gefüllt. Und nun kommt's. Nun gehen wir, wie jeder andere Mensch, einkaufen, vielleicht ist Samstag, vielleicht in die Fleischerei, dort hat sich eine riesen Schlange gebildet. Alle sind ein wenig genervt, nicht Sie, Sie haben Peters-Sloterdijk Entspannungstasche dabei. Reihen Sie sich ein in die Schlange und nutzen Sie die Zeit für die Gesichtsmuskulatur. Spannen Sie einfach Peters-Sloterdijk Entspannungstasche um die Stirn.
stellen Sie einfach in die Schlange. Noch fallen Sie nicht auf. Man kann denken, das ist ein Späthippie, der den Absprung nicht geschafft hat. Und merken Sie, meine Haltung hat sich gleich verändert. Man schaut ganz anders in die Welt hinein. Ui, so. Und nun beginnen Sie ganz einfach, während Sie auf die Bedienung warten, Ihre Gesichtsmuskulatur, alle 26 Gesichtsmuskeln, zu trainieren. So. Und wir kommen jetzt nämlich zur ersten Stufe von Peter Sloterdijk, Entspannungsfasche. So, alles trainieren, alles bewegen. Oh, tut das gut, so. Oh, so. Und das ist schon die erste Stufe von Peter Sloterdijk, Entspannungsfasche, nicht hören. Das ist schon was sehr angenehm. Dort machen wir so eine Musik, oder wenn im Oktober schon die Weihnachtsmusik läuft, können Sie ein bisschen zurückziehen. Ne? Nicht hören. Kann sein, dass Sie jetzt ein wenig auffallen werden. Dass Leute auf Sie zugeströmt kommen und sagen, sagen Sie mal, ist das nicht die Peter-Sloterdijk-Entspannungsfasche? Aber das Schöne ist ja, Sie hören das nicht. Wenn Sie das auch nicht sehen wollen, dann kommt nur die zweite Stufe Peter-Sloterdijk-Entspannungsfasche nicht sehen. Moment, achten Sie aber jetzt ganz kurz auf die Ohren. Am Anfang nicht toll, das ist klar. Aber so fliegen einem natürlich die Herzen zu. Jetzt kommt die zweite Stufe, nicht sehen. Oh, bewegen Sie wieder alle Gesichtsmuskeln. Oh, tut das gut. So, oh, jetzt kommt schon. Oh, tut das gut. Oh, 26 Muskeln. Oh. Die zweite Stufe nicht sehen. Das kann auch mal schön sein. Haben Sie vielleicht gerade Streit mit Ihrer Frau, können Sie eine Zeit lang zurückziehen. Aber jetzt kommt die entscheidende dritte Stufe, Peter Sloterdijk. So, nach dem nicht sehen. So, die geht natürlich nur über die Nase, ein anderer Weg ist nicht möglich. Aber die Nase freut sich auch mal, sich anders kennenzulernen, als nur durchs Naseputzen. Ich lache immer vielleicht optisch manchmal nicht so gut. Aber Sie trainieren Ihre Lachmuskulatur, da können Sie nur zeigen, was Sie drauf haben. Und dieser kleine Sprung der Tasche über die Nasenspitze, den finde ich durchaus sinnlich. So, ui. Jetzt kommt die dritte Stufe, die ich spreche. Der kann auch mal gut tun, gerade wenn Sie nichts zu sagen haben. Das ist sehr, sehr angenehm manchmal. Aber jetzt kommt es erst, meine Damen und Herren, die vierte und entscheidende Stufe von Peter Sloterdijk Entspannungstasche. Da waren die drei ein kleines Vorspiel. Ein Warming-up, denn jetzt müssen Sie sich wieder für das Leben entscheiden. Und achten Sie darauf, vielleicht wollen Sie gerade bedient werden oder Sie sollen bedient werden, wenn das Sie nicht unnötig auffallen. Jetzt kommt die vierte und entscheidende Stufe, wo Sie sich wieder für das Leben entscheiden müssen. So. Die vierte Entscheidungsstufe von Peter Sloterdijk, Entspannungstasche. Das ist schon was, ne? Aber da wird Ihnen gleich eine Erkenntnis geschenkt. Gleich sofort eine Erkenntnis geschenkt. Sie müssen gar nicht bezahlen. C.G. Jung muss nicht überall dabei sein. Das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Wenn Sie die Bücher brauchen, dann hätten Sie auch die Mundorganisation. Und, Herr Kiesel hat das Zeit noch eine Erkenntnis geschenkt. Vorher war es besser. Weil auch nicht so bewusste Wegen haben das Wetter geschickt, über die Hochfahne Fleischpreise, ne? Vorher war es besser. Aber dann kriegen Sie noch eine Erkenntnis geschenkt. Sie haben auf einmal wieder eine Sehnsucht. Zum Beispiel nach mehr Luft. Und dann fragt doch schon die Frau hinter der Theke, hören Sie mal, sehen einen geboten Wackelkopf, stehen Sie hier nur rum oder wollen Sie auch was bestellen? Und dann wissen Sie auch wieder, wo Sie hingehören. Wollen Sie wieder zu den Leuten, sagen Sie, dann entscheiden Sie für das Leben richtig. Und sagen dann, ach, nehmen Sie heute erstmal alle anderen dran, ich habe auf einmal total viel Zeit. Und dann lachen Sie. Dann lachen Sie mit allen 26 Muskeln, also auch mit den neun, die gar nicht dafür zuständig sind. Auch die freuen sich mal, wenn es was zum Lachen gibt.
Ja. Ja. Bin darauf gekommen, weil ich einen Hund habe. Und da hat man schon eine Hand immer nicht frei. Und mit der anderen hatte ich da die Tasche. Und wenn ich dann irgendwas machen musste, wie Schubert, da habe ich dann immer die Tasche genommen, habe sie mir dann so um den Kopf gemacht. Und dann merke ich, das ist ja so angenehm. Also wirklich, wenn man so geht. Aber. Und dann dachte ich, Mensch, Leben kann so einfach sein. Das kann so einfach sein. Wenn zum Beispiel der, der das letzte Blatt des Klopapiers benutzt, dafür sorgt, dass der Nachfolgende wieder eine volle Rolle vorfindet. Und dann klappt auch der Rest wie von selbst. Ist ein kleines Beispiel, sicherlich, ne? Aber das nenne ich auch Verantwortung übernehmen. Wenn das schon mal funktioniert, dann habe ich um die großen Probleme auch keine Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man es dann noch gut mit ihm meint, sage ich, also ohne Spaß, wenn man es dann noch gut mit ihm meint, dann stellt man ihm sogar zwei Rollen dahin. Und dann kann er sich entscheiden. Da kommt Kultur in die Welt. Dann kann er sagen, ach, heute ist mir meiner drei Lagen. Und er kann sagen, heute nehme ich gar nichts, ich will die Umwelt nicht belassen. Ich sage, es ist nur ein Beispiel, kritisch und klein. Und ich bitte Sie, das wünscht man doch seinem schlimmsten Feind nicht. Wenn man da ganz alleine sitzt. Und Gott und den Menschen verlassen. Okay, Gott nicht, aber den Menschen verlassen. Und dann ruft man, hallo, hört mich jemand. Und das ist egal, ob man studiert hat oder nicht. Das ist für alle eine ganz unglaubliche, peinliche Situation. Und ich sage sogar immer, wenn die Bäcker es endlich begreifen würden, dass man ein Brötchen auch mit zwei oberen Hälften backen kann, dann gibt es an den Frühstückstischen viel weniger Streit. Ist doch so. Und ich hab zum Beispiel meinen Hund, ich habe den, die Paderborner gelten ja so ein bisschen als zurückhaltend. Die auch, oder? Ja. Aber das geht heute, finde ich. Aber die Paderborner, die gelten ja so ein bisschen als zurückhaltend, ein bisschen verschockt sogar. Und ich habe meinen Hund bewusst nicht erzogen, damit ich mal so einen Grund habe, aus mir herauszugehen. Dann rufe ich ja nicht mal, guck, du der Kollege, ich glaube es ja, nicht mehr, jetzt war du mal die Hände. Das wird so gut machen. Das Schöne ist, Gott fällt nicht auf. Man bewegt sich doch innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens. Da habe ich ihn mal gerufen, toll mit der Jugend, wo seid ihr geblieben? Na, da haben die Nachbarn gesagt, was rufen Sie da? Ich sage, so heißt der. Toll mit der Jugend, wo seid ihr geblieben? Platz! Also, das Leben, das kann so einfach sein. Bei dem ich zum Beispiel die unendlichen Fähigkeiten meines Computers kenne, scheint mir der Aufgabenbereich meiner Kaffeemaschine doch als sehr überschaubar. Sie macht halt Kaffee. Also das kann ich auch. Und dann ihre Geräusche. Als würde man sie zur Arbeit zwingen. Ich meine, so spricht man im Schlaf, oder? Wie schlicht ihr Gemüt und einsam ihr Dasein. Sie ist die Blockflöte unter dem Küchengerät. Zum Glück weiß ich stets, wo ihr Filter dann hin muss. Es ist dort, wo beim Känguru der Beutel sitzt. Nur höher. Hinten das Wasser und vorne der Kaffee. Da kommt zusammen, was auch zusammengehört. Sie gibt stets nur ab, auch wenn sie bekommt. Gibt stets sie nur ab, auch wenn sie bekommt. Leben ist Gegend. Und Kawatschuk. Wasser, Zucker, Tee, das ist die Handschuk. Unglaublich, nicht wie naiv sie ist. Meine würde sogar Tee mit sich machen lassen.
Meine dampft immer, wenn sie unter Strom steht. Als gebäre sie nur unter Schmerz. Im Auftrag eines höheren Wesens uns zu gefallen den schwarzen Saft. Ihr Seufzen und Stöhnen, ihr Maulen und Mischen lässt uns erahnen. Und wie sie zischen. Ich brauche ein paar Urlaub. Ich brauche ein Faltbuch. Ich brauche mal Pause. Ganz sicher ein Faltbuch. Einer Leute mit meiner Familie will in Urlaub fahren, wie das Kind ist eigentlich dieses Jahr. Und wir waren von den Urlaubsvorbereitungen, hatten wir schon wieder Suppe und Haare gekriegt, dass wir uns am liebsten getrennt hätten. Ich meine, wer kennt das nicht? Und schließlich saßen wir doch wieder alle wie eine Einheit, ja man kann sagen, wie eine Familie, im Auto und wir wollten gerade ins Urlaubsglück fahren, da fiel mir auf einmal die Frage ein, die seit Menschengedenken alle Seher und Weise des Landes beschäftigt hat. Haben wir unsere Kaffeemaschine ausgemacht? Weiß das jemand? Du weißt sonst immer alles. Haben wir unsere Kaffeemaschine ausgemacht? Ich lief wieder ins Haus hinein. Durch den Flur, in die Küche. Und da sah ich sie dann stehen auf der Anrichte, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Und da fiel mir auf einmal die Geschichte aus der Bibel ein. Von den beiden Zaunstochern, die oben auf dem Berg ankamen und dort den Igel sahen. Und dann sagte der eine Zaunstocher, wenn ich gewusst hätte, dass hier ein Bus rauf wäre. Dann wäre ich nicht zu Fuß gegangen. Und da war ich auf einmal so gerührt. Da war ich auf einmal gerührt wie ein Espresso mit drei Stückchen Zucker. Und da wusste ich auf einmal, diese Kaffeemaschine, würde alles für mich machen und sei es sogar Kaffee. Sein Leben gilt für mich nicht ohne meine Kaffeemaschine. Leben ist Geben und Verwaltung. Was sagst du Kaffee? Das ist die Hand zu. Und natürlich war ihr Anknopf aus. Die Nivea-Huldigungen. Die Welt war einmal hart, das hast du uns erspart, Nivea. Dein Dr. Toplowitz erfand dich, Hitlerkitz, Nivea. Du bist mein blauer Schatz, mein Traum- und Prinzersatz. Nivea. N-I-V-E-A. Nivea. Nora irrt, vergaß es angeblich. Nicht ich verlieb einen anderen. Nun ist Verlass, Erdenbewohner, Achtung! Nichts ist verloren, es atmet. N-I-V-E-A, Nivea. Nur in Kredenzien von erlesener Auswahl. Nelken, Ingwer, Veilchen, Endivien, Anis. Nutzt ihre Verführung, edle Anmutige. Nur ihr Verwenden entfernt Akne. N-I-V-E-A, Nivea. Nasen inhalieren vielfach eigenen Atem. Nörgeln in verpassten, eisigen Anfängen.
Nacktheit ist verständlicherweise einreibungswichtig. Nur im Vergessen endet alles.